Lalilala, wie wunderbar. Ich stand jetzt hier eine ganze Nacht bei den Mobs, das ist klar. Und ja. Ey, du hast was wieder in die Kiste gepackt. Da, ihr wisst ja, wie viel vorher schon gefarmt war. Und ich hab für etwa 8 Stunden stand ich da, habe ich wirklich verdammt wenig Fäden bekommen. Huch, jetzt habe ich am Faden hingelegt. Kann nicht Muss mit dem nicht, Faden durch die ne? Tür laufen. Das ist aber echt, wir haben die Mobfalle schon vergrößert. Ja, es ist Eigentlich echt echt abnormal, wie wenig. wenig Fäden da rauskommen. Aber naja, was wollen wir machen? Und wir haben jetzt gerade eben gesehen, dass wir Besuch haben. Und da Da ist schon wieder einer. haben Brian und ich uns gesagt, ey, lass mal machen da, Party hart und so. Dass da wir mit dem nächsten Ziel auch noch vorankommen. Und was das ist, werden wir euch natürlich auch erzählen. Gar kein Problem. Ich wollte jetzt erst Sticks brauche ich. Ich will noch ein Schwert machen. Habe auch nur ein angeschlagenes Schwert. Ein Holz da. Holz. Dann wirf mir noch zwei Steine zu, dann mache ich dir auch noch gerade eins. So, einmal da und so. Geh weg. Egal, ich Geh hab's ja weg. instant wieder weggeschmissen. Ey, nimm das jetzt! So, Mann. hab. So, dann brauchen wir Koblestone. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks. Ich nehme ein, zwei, fast drei Stacks mit. Und ich Okay. nehme ein paar Zäune mit, dass wir das, was wir vorhaben, da umranden können, damit wir nicht runterfallen. Später. Muss schön auf die Feinheiten achten. Go. Warte, ich brauche noch Essen. Hast du auch Essen mit? Ja, Melonen. Und zwar haben wir, waren wir eben hier, weil ein Enderman weggelaufen ist und hier hatten wir Besuch von einem. Sorry, Pigman. Wo ist denn der jetzt? Ich habe den schon gekillt und den Goldnugget in die Bings Achso, gelegt. ja, wir müssen nämlich in der Hölle. Au. Ja, hier ist ein Skelett durchgekommen. Genau, Aha. hier müssen wir das Teil endlich weiterbauen langsam. Aua! LOL! 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 Was? Ich brenne! Ja, und der hat auch seine Waffe Verzauberung, Brennung Zeugs. Alter, der hat mich fast getötet damit. Ja, genau. Wir müssen das hier auf jeden Fall noch vergrößern. Warum brauchst du das so komisch? Hä? Das ist ja einfach. Mach doch nur. Was machst du da? Bauen. Ob ich mir jetzt hinsneak und 5 Jahre dafür brauche oder mich kurz. Nee, das ist toll. Das kann man ruhig mit Sneak machen, Fowler. Braucht man 5 Jahre für. Und? Ich will das ja nicht extrem in die Länge ziehen. Noch. Ach so, du willst es also jetzt ganz, ganz schnell machen, so. Ja, nee, das nicht, aber ich will hier nicht 50.000 Parts dran verbringen. So ein Quickie. Ja gut, ich meine, ich Willst du in alle finde. Richtungen 3 verbreitern? Ja. Und dann noch Aha. mehr machen. Auf jeden Fall brauchen wir nach einer Seite richtig viel Platz, dass da die ganzen Viecher spawnen können. Wieso nur noch eine Seite? Oh, jetzt habe ich mich verbaut. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Damit auf einer Seite auf jeden Fall welche spawnen. Eigentlich reicht ja, wenn man nach einer Seite alles baut. Warum? Das kann man doch auch mehrere Seiten machen, oder nicht? Ja, aber im Endeffekt reicht eine auf jeden Fall aus. Ich habe jetzt keine Spitzhacke mit, mach das da mal weg. Ja, ich auch nicht. Ich hole gerade eine. Okay. Dann müssen wir uns überlegen, ob wir das so lassen oder halt noch ein bisschen größer machen. Naja, ich mach's jetzt noch ein bisschen länger hier hinten und dann vielleicht noch an der Seite zwei, keine Ahnung. Haben wir vielleicht noch in unserer Kiste? Ne, da haben wir aber Sticks. Ich mach gerade eine Spitzhacke. Eine Hackespitz. Hackspeed. Komm wieder. Wullelelelele. Ach, man hört den Minecraft-Sound gar nicht, weil ich den ausgemacht hatte, weil mir die Endermans auf den Sack gingen, die ganzen, die da rumstanden.
Das hättest du ja auch mal zeigen können, eher. Hätte ich, aber ich war gerade wach geworden und dann habe ich da geguckt. Ja, wir sind gerade übrigens erst aufgestanden, so. Ja, also ich stand echt so die ganze spontan. Nacht da, aber naja. Uns ist halt gerade so spontan in den Sinn gekommen, hier noch ein bisschen aufzunehmen. Ja, weil wir das wollten wir jetzt noch vergrößern, das wollten wir natürlich auch zeigen. Was machst du da? Bauen. Darf ich nicht? Nein. Doch. Okay, hast recht. Boah, aber Minimap sieht das total geil aus. Ist einfach mitten im Nichts so eine Plattform gebaut. Ah, fuck. Weiß. Musste ich hier rundrum laufen, sonst hätte ich nicht. So, wollen wir die jetzt noch breiter machen oder noch weiter in die Länge ziehen? Ich weiß nicht, also ich würde gerne schon mit den Zäunen anfangen, dass wir auf jeden Fall nicht runterfallen können. Gut, dann fang schon an den Seiten hier quasi schon mit den Zäunen an. Ich gehe noch ein bisschen nach hinten. Nach hinten. Okay. Aha. Ups. Ja, die Zäune haben einfach den Aspekt, dass wenn wir hier fighten mit den Viechern, da die auch ein bisschen böse sind und so, dass wir einfach nicht runterfallen. Ja. Ja, notwendig halt, ne? Wobei die meisten irgendwie eh zu uns kommen, in unsere Welt. Also zwei Viecher haben wir bis jetzt also drei Stück haben jetzt gelebt und zwei davon sind zu uns gekommen. Ja, dann optimiert sich das doch. Da können wir ja eventuell auch bei uns in der Welt sowas wie eine Abfangregion. Ja, man muss das halt nur ein bisschen absperren da. Ja, genau. Das meine ich ja. Aber jetzt halt, wenn sie wieder halt zurück durch das, also zurück in das Portal gehen, dann werden sie auch zurück teleportiert. Ja und? Nee. Ist doch nicht so schlimm, oder? Nee, ist gemein. Ich hab hier noch ein bisschen Stein. Ja, ich auch. Also solche könnte ich noch länger machen, ne? Ja, ja. Mach noch zwei. Dir. Warum leuchtet das eigentlich? Wo, was? Hier, das Portal. Ja, weil das Feuer ist, was da drin ist. Stimmt. Könnte durchaus sein. Ich hoffe einfach, dass wir hier genug Viecher finden, weil das wird auch noch eine sehr lange Prozedur, das Gold zusammenzukriegen. Okay, easy kriege ich noch zweimal hin. Essen, du am Arbeiten. So muss das sein. Okay. Arbeitsaufteilung. So, das war's dann eigentlich. Soll ich jetzt schon zumachen? Kannst du eigentlich machen. Ach, können wir im Notfall eh nochmal aufmachen, wenn wir das schon noch vergrößern wollen. So. Aber wenn du so von hier hinten guckst, eine ganz große Plattform. Battle Arena! Da haben wir jetzt mehrere Stacks reingesetzt. Ja, das ist schlecht. Guck mal! Was? Da hinten! Ah, siehst du? Alter, wie viele! Warte. Hast du Stein? Gib mir mal zwei Stein. Oder Stein. Drei. Fünf. Weil du gehst hin. Sagst du den Leuten, aua! Und dann eins, zwei, drei hochbauen. Nein! Trottel! Alter, die sind aggro auf mich! Oh, wenn die jetzt in unsere Welt kommen, haben wir ein Problem. Oh, da kam einer von der Seite, wie mies. Ich brauch mal ganz kurz irgendwas. Tom? Ja. Willst du nicht sagen, aber das hätte man auch mit einem Bogen machen können. Stimmt. Ja, aber wir haben nicht viele Pfeile, ne? Man muss ja bedenken. Was? Ne? Was haben wir nicht? Wir haben ja nicht viele Pfeile, ne? Man muss ja bedenken. Ja, ja, wir haben nicht viele Pfeile. Gib mir den Bogen, ich bin besserer Schütze als du. Ich hab den Bogen nicht, du. Ja, ich hab mir ja schon. Vogel. Du wolltest Nutte sagen. Nein, wollte ich gar nicht. Wolltest du wohl? Wollte ich gar nicht. So, ich mach jetzt erstmal hier ein Zauntor rein, falls die Viecher da rauskommen. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Dass die nicht instant zu uns laufen können. Ich brauche ein neues Schwert. Ich brauche vielleicht auch noch einen Bogen. Hä, hier war doch einer drin, oder nicht? Ja, aber noch einen vielleicht. Weil der fast kaputt ist. Dann guck mal, ob du noch eine Spinnenseide kriegst, weil dann ist locker easy. Okay. So. So, na dann.
Monster, fällt mal runter, Wenn bitte. du Spinnenseide hast, so kannst du schon zum Cobblestone-Generator kommen, Richtung Hölle. Dann kann ich das da gerade alles hercraften. Ein paar Schwerter machen. Zack, zack, zack. Noch ein Faden fehlt mir. Ich sehe Spinnen, aber die wollen nicht runter. Leute, ich sehe gerade. Komm, Spinni, Spinni, Spinni. Komm, Spinni, Spinni. Was siehst du gerade? Bei dem Texture-Pack, was ich drin habe, habe ich ja daneben so ein Rezept. Einmal Pfeil, also Bogen habe ich dabei. Und Ja. ich sehe gerade ganz oben habe ich auch Flint & Steel. Wie das Ja. gecraftet wird. Cool. Okay, und jetzt? Ja, weil das sind immer die Sachen, die ich verwechsel, warum ich die bauen muss. Ach so. Hey, du wirst nicht aus dem Kopf, wie man Feuerzeug macht? Doch, aber ich verwechsel die, warum das gebaut wird immer. Ach so. Ja, komm, Spinni, Spinni, Spinni. Nicht Zombie, nicht Skelett. So, ein paar Pfeile mitnehmen. Komm runter. Pfeile kannst du ja auch wieder enden. Wow! Geh bitte. Gib ihm. Komm bitte. Warte, ich lang zu dir. Ja. Gebogen. Ah, das Geräusch! Ah, das nervt ganz schön doll. Au! Ah! Warum holst du denn immer einen Enderman? Stirb! Stirb, Kartoffel! Aua, der hat mich nur abgeschossen in der Luft. Haha, das Geräusch. Ah, geh weg. Ich hab grad kein Geräusch mehr. Aber mir jetzt auch nicht mehr. Eigentlich ohne Scheiß kann ja nicht mal eine Spinne runterfallen. Zombie? Creeper. Wie viele Viecher da vorne stehen, ne? Ja, ich weiß. Wir müssten das rein. Ach, können wir gar nicht. Können wir das nicht irgendwie mit Wasser verbinden, so ein bisschen? Und dann Ja. oben in die Teile noch Löcher reinmachen, dass die so direkt ins Wasser reinfallen und dann nach unten getrieben werden. Stimmt, wenn wir da ja was drüber haben, dann friert das ja nicht ein. Also wenn wir ein Ja. Dach drüber haben. Und dann müssten wir das vergrößern auf 8x8. Dann müssen wir ja nicht unbedingt. Komm mal mit hoch, ich zeig dir das mal, wie ich das meine. So, pass auf. Von ihrer Seite Wasser laufen lassen, ne? Achso, Ja. stimmt, du hast recht, das braucht man nur vom Aber ich weiß nicht, ob Echtlappen. das von den Seiten her geht. Warte. Ich probiere das mal ganz kurz. Sag mal Probier kurz. mal, mach mal Wasser hin. Wenn wir das so machen würden. Nee, es ist zu kurz. Alter, Aber ich das ist könnte. auch kein Problem. Moment, lass mich mal kurz was probieren. So, drei. So müsste eigentlich gehen. Ja, das geht, siehst du? Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob die dann noch spawnen. Das ist ja kein Problem, dafür hat man ja oben die Etagen. Da machen wir einfach hier überall so ein paar Löcherchen rein. Ja? Und dann müsste das eigentlich effektiver laufen. Was meinst du, in der Mitte zubauen? Wie? Also in der Mitte zubauen oder was? Ja, nee. Nicht in der Mitte zu bauen, aber es waren hier oben eigentlich nicht so viele wie unten. Weiß ich nicht. Alter, hier ist ja richtig empty. Guck dir das mal an, hier ist ja fast gar nichts. Was? Wo? Hier, in der Etage. Vielleicht sind die ja eben gerade runtergefallen. Ganz oben ist auch nicht viel mehr los. Und da der vorletzte. Bumpe, Aber ey. Spinnen sind allgemein wenig. Gut, dann werde ich jetzt einmal das hier und das hier wegschmeißen. Ja, ich auch hier. Wasser einmal. Tschüss. Fehlt immer noch Fäden. Kein Creeper, Fäden. Kein Skelett, Fäden. Ah.
Ich würde sagen, den Teil überspringen wir dann einfach. Ja, wir warten jetzt ganz kurz, bis wir noch genug Fäden haben. Und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe in der Zeit Capsaum gefahren. Brian hat hier etwas an der Mobfalle gemacht. Und wir haben die oben mal zugemacht, um zu gucken, wie viele Mobs da rauskommen. Ihr seht auch, hat sich was verändert. Das werde ich euch gleich zeigen, indem ich hochfliege und euch das zeige. Aber ich würde sagen, gib Gummi. Ja, ich muss jetzt hier auf jeden Fall erstmal in Game Mode gehen, weil wenn ich das jetzt hier aufmache, könnte es durchaus sein, dass ich innerhalb von Sekunden sterbe. Ja, weil ihr seht ja, die backen sich schon richtig raus, die Viecher. Und it's raining man! Halleluja, it's raining man! Oh yeah! Alter, hört das auch irgendwann auf? Alter! Ja, die Spinnen backen sich da oben gerade. Oh ja, ein Die bisschen. lassen nichts mehr durch. Was ist Guck da mal, gar kein. die krallen sich einfach wieder hoch, Alter. Das ist so mies. Voll die gemein. So, und dann gehe ich jetzt auch einmal kurz in den Gamer Mode, fliege hoch und zeige euch, was wir hier gebaut haben. So, Das sieht man Brian. eigentlich schon auf den ersten Blick. Und zwar hat Brian an den Seiten, da ist er etwas rausgegangen, hat da Wasser gemacht, sodass die Monster hier alle runtergespült werden. Ja, das beschleunigt eigentlich nur das normale Prozedere. Ja, darum ist das hauptsächlich da. Aber die Spinnen ist halt immer noch so ein. Wow. Ja, die Spinnen sind halt immer noch buggy. Das hat gerade voll geleckt, weil so viele Sachen waren. Ja, halt die Spinne ist ein bisschen kacke, weil die sich an den Seiten immer hochziehen wieder. Sandstein hilft dagegen, aber da haben wir ja leider nicht so viel von. Sonst könnten wir da ja ganz einfach Sandstein hinsetzen. Echt, Sandstein hilft dagegen? Ja, auf Sandstein können die nicht hochklettern. Aber ich glaube, Wolle war das auch, wo die nicht hochklettern können. Kann man ja rein tetotretisch einmal kurz testen, indem man in den kreativen Kreativmod geht. Wir könnten ja auch einfach nur diese Wände weiter auseinandersetzen. Ich meine, das dient ja eh nur dazu, dass da kein Licht reinkommt. Ja, wir können ja auch mal kurz einfach testen, ob das klappt so. Ja. So. So, warte, machen wir hier nämlich einen Boden rein und dann gucken wir mal, ob die hochfliegen, also hochkommen zu uns. Wenn wir da gleich einfach eine Spinne reinsetzen, dann sieht man das ja. Warte, da gehe ich fix aus dem Game Mode raus. Jetzt setzen wir einfach eine Spinne darunter. Okay, bist du bereit? Ja. Spore, Mob, Spider. Oh, nicht Pider. Heider. Spider. Ja, Oh. toll. Das schon fast geklappt. War gut. Spider. Geht Jo. denn bei denen ab? Warum nimmst du nicht einfach das dämliche Ei? Wäre zu einfach, kann ja jeder. Gut, dann. Wo haben wir Ei? das schon? Spinnen. Irgendwer hat mir bei LOL eine Einladung geschickt. LOL, warum ist da ein Skelett drin? Lol. Das ist so ein reitendes Ding. Ich glaube, du solltest das ein bisschen weiter auseinander machen. Komm. Fenster? Ja. Zack, 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 zack. Natürlich werden wir diesen Drop auch, der hier gedroppt wird, nicht zu unseren Ja, das Punkten fällt mir dann dazu zu. zählen. Wir werden danach einfach das alles rausschmeißen. So, und. Hä? Ich schmeiß es einfach mal an die Wand. Mach ich doch. Was sind das für dumme Teile? Gut, dann werde ich das noch etwas größer bauen. Nein, Hey. nein, nein. Lol, jetzt geht's, jetzt geht's. Oh, ich hab sie getötet.